Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 1. Oktober hat die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf zur Mietpreisbremse beschlossen. Am 23. Oktober tagt der Bundesratsausschuss für Städtebau, Wohnungswesen und Raumordnung. Und am 7. November ist die Sitzung des Bundesrates mit dem ersten Durchgang dieses Gesetzes. Deshalb bringen wir heute den Antrag dringlich ein und wollen ihn auch sofort abstimmen. Die geplante Mietpreisbremse kann und wird nicht halten, was sie verspricht. Sie wird Mieterhöhungen nicht verhindern und auch die künftige Mietentwicklung nicht dämpfen. Ein Problem besteht zum Beispiel darin, dass die Vermieter die Zeit bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Schätzungen des Senats Mitte 2015 nutzen werden, bei Wiedervermietungen noch einmal kräftig zuzulangen und Mieterhöhungen vorzuziehen. Eine Stichtagsregelung hätte das verhindern können. So fließen nun aber die stark erhöhten Mietpreise in den nächsten Mietspiegel ein, der im Mai 2015 vorgelegt werden wird und der die Bezugsgröße für die dann aktuelle ortsübliche Vergleichsmiete und den 10-prozentigen Aufschlag sein wird. Das ist eine absurde Schraube nach oben und keine Bremse mit Stillstand. Zweites Problem. Das Gesetz lässt zahlreiche Wieder- und Neuvermietungssituationen ungeregelt. Wohnungen, die gerade modernisiert wurden, sind ausgenommen. Wer also vor Wiedervermietung modernisiert, umgeht die Mietpreisbremse. Die vermeintliche Ausnahme wird damit zur Regel. Und es fehlen Regelungen für Neubauten. Diese sind leicht vorstellbar. Wir haben sie aber bewusst nicht in diesen Antrag aufgenommen, weil es eine halbwegs reale Chance zur Annahme geben soll. Der Berliner Mietspiegel zum Beispiel gibt für Neubauten Miethöhen an, die 1,47 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche über den Beträgen der nächstälteren Baualtersgruppe 1991 bis 2002 liegen. Es wäre also methodisch ein leichtes, Neubauwohnungen in eine Mietpreisbremse aufzunehmen, ohne den Neubau abzuwürgen. Das Resultat wäre Rechtssicherheit und Planbarkeit für Mieterinnen und Mieter, keine Willkür mehr bei der Festlegung von Neubaumieten. Es ist zudem nicht nachvollziehbar, warum die Mietrechtsänderung der schwarz-gelben Vorgängerregierung von 2013 nicht wenigstens entschärft wird mit diesem Gesetz, insbesondere die aus Mietersicht verschlechterten Regelungen zur Modernisierungsduldung. Es ist zudem kritikwürdig, dass zur Änderung der Umlage von Modernisierungskosten bisher nur Ankündigungen bestehen. Hier liegt aber genau das Problem. Die Modernisierungsumlage bleibt der Mietpreistreiber und Verdrängungshebel schlechthin. Zitat aus dem Gesetzentwurf, den Sie jetzt hier vorliegen haben. Modernisierungen vor Wiedervermietung erlauben eine erhöhte Wiedervermietungsmiete nach den Regeln einer Modernisierung im bestehenden Mietverhältnis. Die Vertragsparteien werden also so gestellt, als wäre die Modernisierungsmaßnahme im bestehenden Mietverhältnis durchgeführt und die Miete auf dieser Grundlage angepasst worden. Zitat Ende. Angepasst heißt hier erheblich erhöht. So steht es im aktuellen Gesetzentwurf, und das ist keine Mietpreisbremse. Wir erinnern uns noch an den Bundestagswahlkampf der SPD. Zitat Peer Steinbrück. Mit der Sozialdemokratie wird es nicht mehr möglich sein, bei Neuvermietung 30-prozentige Mietzuschläge zu erheben. Das ist sozialdemokratische Politik. Zitat Ende. Steinbrück hat seinerzeit zwischen Neuvermietung und Wiedervermietung nicht unterschieden. Die Neuvermietung und umfassende Modernisierung ist bekanntlich ausgenommen aus der jetzt vorgeschlagenen Regelung. Und bei der Wiedervermietung sind 30-prozentige Mietzuschläge dank Modernisierungsumlage weiterhin möglich. Wie würden Sie das nennen? Versprechen gehalten? Für Ihren lückenhaften und unzureichenden Gesetzvorschlag hat die SPD über ein Jahr gebraucht, kräftig behindert von der CDU und der Immobilienlobby. Wir fordern deshalb heute den Senat auf, im Bundesrat dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht zuzustimmen. Mieterhöhungen ohne Wohnwertverbesserung sollen bei Bestandsmieten, die bereits die ortsübliche Vergleichsmiete erreicht haben, nur in Höhe des Inflationsausgleichs zulässig sein. Mieterhöhung allein wegen der Wiedervermietung einer Wohnung halten wir für nicht angemessen. Ein Senat, der sich die Mietpreisdämpfung in Berlin auf die Fahnen schreibt, darf doch nicht ernsthaft einem Gesetz zustimmen, bei dem bei jeder Weitervermietung 10% auf die ortsübliche Vergleichsmiete draufgeschlagen werden, auch wenn sich an der Wohnung nichts weiter ändert, als dass Frau A. aus und Herr B. einzieht. Berlin soll sich gemeinsam mit anderen Bundesländern deshalb für eine Mietpreisbremse einsetzen, die ihren Namen auch verdient. Das erwarten auch die Berlinerinnen und Berliner von uns. Vielen Dank.